Am 1.6., in manchen Bundesländern auch deutlich früher, beginnt die Jagd beim Rotwild auf Schmalspießer und Schmaltiere. Schmalspießer befinden sich im zweiten Lebensjahr. Sie tragen ihr erstes Geweih. Man bezeichnet sie auch als Hirsche vom ersten Kopf. Im Zeitraum April-Mai beginnen die Stirnzapfen zu wachsen. Danach folgt das Schieben des ersten Geweihs, welches in der Regel nur aus Spießen besteht. Ein Ansprechmerkmal für Hirsche des ersten Kopfes ist das Fehlen der Rosen. Im Körperbau wirken Schmalspießer schlank und hochläufig. Sie haben einen dünnen Träger, der hochgestreckt getragen wird. Oft stehen Hirsche dieser Altersklasse noch in den Kahlwildrudeln. Dieser Schmalspießer wurde im August aufgenommen. Der Aufbau seines gut entwickelten Geweihs ist nahezu abgeschlossen. Er wird es im Laufe des Septembers verfegen. Hier sehen wir einen verfegten Schmalspießer. Sehr gut entwickelte Schmalspießer können an den Stangenenden Gabeln aufweisen. Man spricht hierbei von einem Hochgabler. Neben den Hochgabeln können in einzelnen Fällen auch mehrere Kronenenden ausgebildet sein. Das Geweih eines Hirsches vom ersten Kopf hat jedoch keine Augsprossen. Zudem ist auch bei gut entwickelten Spießern die Perlung an den Stangen nur sehr schwach ausgeprägt. Hier sehen wir zum Vergleich einen Hirsch vom zweiten Kopf, welcher sich ebenfalls im Geweihaufbau befindet. Auch er wirkt vom Körperbau her noch jugendlich schlank. Sein Träger ist zwar schon etwas kräftiger als der eines Schmalspießers, er wird aber immer noch hochgestreckt getragen. Solange er noch nicht mit dem Schieben der Augsprossen begonnen hat, besteht bei wenig Rotwilderfahrung oder bei schlechtem Licht eine potenzielle Verwechslungsgefahr mit einem Schmalspießer.